Einen schweren Unfall gab es am Sonntagmorgen auf der Nieskier Straße in Hoyerswerda. Ein 20-Jähriger war in Richtung Loser unterwegs, als ihm ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise ein Audi, auf seiner Spur entgegenkam. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam erst in einer Gartenanlage zum Stillstand. Dabei wurden mehrere Zäune, drei Lauben sowie die Trinkwasserleitung des Gartenvereins beschädigt. Der Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 90.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Das Hoyerswerda-Revier ist telefonisch unter 46 50 erreichbar.